Die Geschichte des Trierer Doms ist geprägt von ständigen Erweiterungen und etlichen Zerstörungen. Auf den Resten eines großen römischen Wohnhauses wurde vom römischen Kaiser Konstantin nach dessen Übertritt zum Christentum eine Basilika errichtet. Sie wurde nach einer Erweiterung um 4 Basiliken zu einer der größten Kirchenanlagen Europas. Die Franken und später die Normannen zerstörten große Teile der Anlage, bis sie bis 1121 wieder neu gestaltet wurde. Im ausgehenden Mittelalter wurden einige Türme des Doms erhöht, weil der Turm der benachbarten Pfarrkirche St. Gandolf die Domtürme überragte. Später wurde die Heiligtumskapelle angebaut, in der der heilige Rock, die wichtigste Reliquie des Domes, aufbewahrt wird. Er wurde angeblich von Jesus getragen und wird nur sehr selten der Öffentlichkeit gezeigt. Nach einem Brand des Dachstuhls wurde der Dom ab 1719 erneut umgestaltet und erhielt ein Querhaus. Im 19. Jahrhundert wurden Restaurierungen mit dem Ziel vorgenommen, dem Dom wieder sein mittelalterliches Aussehen zu geben. Der Zweite Weltkrieg brachte weitere schwere Zerstörungen, die aber in den Nachkriegsjahren und einer umfassenden Renovierung von 1960 bis 1974 beseitigt wurden. Seit 1986 ist der Trierer Dom Teil des UNESCO-Welterbes Römische Baudenkmäler Dom und Liebfrauenkirche in Trier.